Meine Damen und Herren, Sportland Niederösterreich, es ist ein großes Anliegen, zumindest einmal im Jahr zu so einem Symposium einzuladen, um einfach ein ganz wesentliches Thema, nämlich wie bewegen wir unsere Kinder, zu diskutieren und neue Anregungen zu bekommen und neue Motivationen, was man jetzt zu Hause mit den Kindern tun kann. Und Sportland Niederösterreich hat auch eine ganz klare Sportstrategie. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche daran, dass alle, und die haben auch alle mitgearbeitet an dieser Strategie, diese Strategie leben und umsetzen. Es geht nur gemeinsam mit der ganzen Kraft, wo Vereine, Eltern, Schule und so weiter, genau, das ist die Sportstrategie seit Februar, mithelfen, um mehr Menschen zu bewegen. Wir haben uns klare Ziele gesetzt im Breitensport, damit es ganz einfach wird und wir uns das auch immer merken, bis 2020, also bis 2020, 20% mehr Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zum Sport bringen. Das bedeutet, mindestens einmal in der Woche bewegen. Das ist in absoluten Zahlen 100.000. Das ist nicht wenig, das ist ambitioniert, aber wenn wir alle zusammenhelfen, können wir schaffen. Und nicht nur Breitensportziele, sondern auch Spitzensportziele, auch da wieder ganz einfach, bis 2020, 20% mehr Nachwuchsmeistertitel sind in absoluten Zahlen 100. Und da sehen Sie schon, dass es ein ganz klares Ziel ist und auch Teil der Strategie, beim Nachwuchs anzusetzen, bei den Kindern. Und was tun wir, um diese Ziele zu erreichen? Einerseits schauen wir auf unsere Sportstätten. Es ist ganz wesentlich, dass es moderne Sportstätten gibt, die einfach adäquat sind für die Sportarten, wo es aber auch Spaß macht. Wo Spaß macht, vor allem auch für die Kinder, aber auch für die Erwachsenen, Sport zu betreiben und wo Zuschauer auch gerne hinkommen, um ihre Lieblinge anzufeuern und zu motivieren. Also das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wir geben im Jahr ca. 2,3 Millionen Euro aus, um landesweit diese Sportstätten zu fördern. Zum Zweiten unterstützen wir auch unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler als Idole. Es ist ganz wesentlich für den Nachwuchsbereich, aber für uns alle, dass wir Idole haben. Ganz aktuell, er ist zwar gestern ausgeschieden, unser Dominik-Team, ja, aber eins ist auch klar, Tennis war jetzt nicht mehr der Top-Trendsport, sondern jetzt mit dem Dominik-Team hat es wieder einen Hype gegeben. Weil ich da jetzt gerade ins Publikum schaue, Benjamin Karl, Snowboard, haben wir deswegen auch zum ersten Mal ein Snowboard-Weltcuprennen in Niederösterreich installiert. Also das heißt, wir brauchen solche Idole für unseren Nachwuchs, für uns alle, wo wir uns anhalten können, wo wir uns orientieren können. Und im Zuge dessen unterstützen wir auch Veranstaltungen, wo wir unseren Idolen, unseren heimischen Sportlerinnen und Sportlern diesen Heimvorteil bieten können, diese Bühne und den ganz nahen Kontakt zu den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern. Weil da merkt man erst, wenn man Kontakt hat, persönlichen Kontakt zu den Sportlerinnen und Sportlern, was für tolle Menschen das sind und möchte da nacheifern. Also das heißt, Sportinfrastruktur, Großevents, Sportidole. Und dann natürlich sehr viel in den Breitensport, den wir investieren, wo wir viel Geld auch investieren. Wo aber, und das sage ich jetzt auch sehr, sehr kritisch, viele Aspekte miteinander kommunizieren müssen. Und ich habe schon gesagt, es sind die Eltern, es ist das System Schule und es sind vor allem die Vereine und natürlich die Politik. Das geht nur miteinander. Und was zurzeit komplett auslässt, meines Erachtens, ist das System Schule. Alles andere funktioniert, okay, die Eltern könnten da oder dort vielleicht auch noch ein wenig aktiver sein, aber was wir jetzt schon lange fordern, ist die tägliche Turnstunde. Die tägliche Turnstunde, ich weiß, es gibt viele Pädagoginnen und Pädagogen, die unglaublich engagiert sind und im Rahmen des Möglichen die Kinder wirklich zur Bewegung bringen, aber vom System her wird nicht genug Platz eingeräumt. Und das finde ich sehr schade, ich komme gerade von einer Konferenz aller Sportreferenten Österreichs. Und es ist eigentlich traurig, dass gerade in diesem Thema immer nur gesagt wird, warum was nicht geht. Ja, es gibt wahrscheinlich zu wenig Turnsäle, es kostet Geld und. Aber wo ist der Plan B? Der Plan B, der unsere Kinder unterstützen soll, wirklich mehr Bewegung zu machen. Die Lehrerinnen und Lehrer wären bereit, sie brauchen auch nur Anweisungen, um das auch wirklich umsetzen oder Möglichkeiten, um das umsetzen zu können. Wir seitens des Sportlandes haben hier einige Programme, wo wir in die Schulen gehen, in die Kindergärten gehen, um hier auch was zu tun. Wir haben zum Beispiel, weil jetzt der Winter dann bald kommt, die Skikids und die Snowboardkids, wo wir die 5- bis 10-jährigen Kinder einladen, gratis Skifahren oder Snowboard zu lernen in Niederösterreich bei einem Skikurs oder Snowboardkurs, kriegen sie auch noch eine Saisonkarte, um beim Sport zu bleiben. Also das sind alles so Initiativen, die sind mir wichtig, damit die Kinder
sowohl Skifahren wie auch Snowboarden, also Wintersport machen und natürlich Bewegung. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass wir mehr Bewegung auch möglicherweise in die Schulen bringen, damit die ganze Systematik eigentlich besser funktioniert und wir nicht solche traurigen Ergebnisse haben in gesundheitlichen Untersuchungen, wie es um den Gesundheitszustand und damit auch natürlich den Gesamtzustand unserer Kinder ausschaut, weil das brauche ich da jetzt nicht diskutieren. Die kennen wir alle, diese Zahlen, die haben sich nicht verbessert, sondern verschlechtert. Also, es ist dringend notwendig, alle gemeinsam zusammenhelfen, damit wir die Kinder bewegen und damit wir vor allem auch positive Signale in der Zukunft haben. Wir im Sportland sind unglaublich gut unterwegs, auch dank deiner Hilfe. Da funktioniert wirklich das System oder besser gesagt die Kooperation mit dem System Schule. Es macht viel Freude. Und ich habe schon gesehen, viele von Ihnen sind da, die sich wirklich engagieren für mehr Bewegung in allen unterschiedlichen Feldern, die Sie in der Gesellschaft abdecken. Vielen herzlichen Dank. Alleine, dass Sie hier sind, ist schon der Beweis dafür, dass Sie es ernst meinen, dass Sie mittun, damit die Kinder mehr in Bewegung geraten. Dankeschön. Am Nachmittag und das wahrscheinlich auch noch in der Freizeit sozusagen. Ja. Danke vielmals. Das ist wirklich ein tolles Zeichen. Das zeigt Engagement. Dankeschön.